Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatons. Heute packen wir für die Sony PlayStation 4 das Spiel Samurai Showdown Neo Geo Collection aus. Das erscheint offiziell am 17.09., heute haben wir den 15.09. Und das Ganze erscheint neben der PlayStation 4 auf die Nintendo Switch. Wird von Pixel Love Games vertrieben, den Publisher kenne ich gar nicht. Und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und wir haben ja echt dieses Jahr ein Samurai Showdown. Ja, erst wurde ja der neue Teil veröffentlicht für die PlayStation 4, dann die Umsetzung für die Switch und jetzt kommt diese Neo Geo Collection raus, wo alle Teile enthalten sind. Ich werde euch auch mal einen Trailer zu dem Spiel veröffentlichen. Guckt ihr einfach mal in die Videobeschreibung. Und dann steht dann 7 Samurai Shodown Titel inklusive. Dies ist die definitiv schamhohe Sammlung. Das kann ich nicht lesen, ist zu klein. Insgesamt 7 legendäre Spiele. Natürlich verfügen sie alle über Online-Spielmodus, steht hier. Dann mehr als 2000 Bilder und Dokumente sind im Museummodus zu entdecken. Das finde ich immer cool. Das kann man jetzt nicht lesen, weil die Schrift da ist. Das sind die ganzen Titel hier. Und dann steht hier noch, zum ersten Mal überhaupt ist der unveröffentlichte Samurai Showdown V perfekt jetzt zum Spielen verfügbar. An einer Konsole gehen die Spiele 1 bis 2 Spieler, Netzwerk auch bis 2 Spieler, braucht 8 GB Speicherplatz, zur Archive 4-Vibration und unterstützt HD-Videoausgang, das 720p, 1080i, 1080p, unterstützt Boomplay der PS Vita. Dann steht hier Voice, ja, also ich denke mal Englisch oder Japanisch. Texte haben wir Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und ja. Ja, ich denke mal Japanisch dann, ne? Ja heißt Japanisch vermutlich, vermute ich mal. Ja, damals von SNK entwickelt worden für Neo Geo. Es gab auch Umsätze für andere Konsolen, wie PlayStation 1 damals, Sega Saturn, wobei die Sega Saturn Fassung immer besser waren als die PlayStation 1 Fassung, weil die ein bisschen schneller war wegen dieser RAM-Karte. Da gab es PS2-Umsetzungen, PSP-Collection und sowas. Und ja, ich musste das unbedingt haben. Leider kein Bonusheft dabei oder so. So sieht die Spieledisc aus. Und das war mein kleines Unboxing zu dieser wundervollen Neo Geo Collection zu Samurai Showdown. Vielleicht gibt es irgendwann mal auch eine King of Fighters Collection, nochmal so mit allen Titeln. Das wäre auch cool. Ich habe übrigens, hier stand irgendwo noch eine Nummer, habe ich gesehen. Ich habe die 001. Ja, also wenn ihr die 2D-Prügerspiele mögt von damals, ist das bestimmt was für euch. Wie gesagt, guckt euch den Trailer an. Ich bedanke mich für eure Zeit und Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.